Instagram. Ja, auf dem gehen wir es nicht. Freunde, so, fertig, Gusch, Ruhe, aus. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, jeder wartet auf meine neue Modemarke. Ich kann immer noch nicht genau sagen, wann es soweit ist. Es gibt da irgendwie nur Probleme in Portugal. Aber wenn ich dieses Video auf meinem Kanal online bringe, habe ich vermutlich schon einen relativ genauen Termin im Kopf. Also wie immer einfach ein bisschen abwarten. Ich finde es ja extrem nervig. Ich weiß schon selber nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber liebe Leute, heute gibt es ein weiteres Reaction-Video mit gewohnt schlechter Audioqualität. Das heißt, es kommt nicht nur ein Video ohne eigenem Inhalt, sondern auch noch ein Video, in dem schlechte Audioqualität bei dem angesehenen Video gibt, weil ich das einfach nicht zusammenbringe und bis jetzt auch zu faul war. Obendrauf gibt es auch noch ein uralt Video. Das heißt, wir schauen uns nicht einmal ein neues an. Bester Kanal, bester YouTube-Kanal, einfach allein dafür, lasst auf jeden Fall ein Like da, auf Ehrenbruder-Basis. Schauen wir mal rein, auf welches Video reagieren wir wieder mal auf eines von Leon. Und zwar, wie viel ist dein Outfit wert? Rich Kids in der Schweiz Street-Umfrage von Leon. Hashtag locker aktiv mit eurem Instagram. Bla bla bla. Lionel Messi, cooler Name auf jeden Fall. Danke. Der heißt aber nicht so. Wie heißt du? Lionel. Lionel. Genau, wie Lionel Messi. Lionel Messi, cooler Name auf jeden Fall. Ha! Danke. Und ein noch cooleres Outfit, muss ich sagen. Danke. Ein bisschen, also auf jeden Fall. Ja, ein bisschen sehr bunt. Also auf den ersten Blick sehen wir natürlich sofort die Balenciaga Speed Trainer, allerdings mit diesen Laces drin. Ich weiß noch nicht, ob die Speed Trainer heißen oder eine andere Bezeichnung. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, hab's gerade nicht im Kopf. Wir sehen eine rosa Gucci-Tasche, die perfekt zum restlichen Outfit matcht, nicht. Die Hose ist sehr, sehr bunt, sieht mir nach einer klassischen Discord-Hose aus. Dann geht's weiter, wie schon im Intro gesehen, eine Valentino Moncler-Jacke, finde ich sehr, sehr cool. Dann irgendein Hoodie und dann noch so eine New York Yankees-Geschichte. Mal schauen. Feier das, sieht richtig aus. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Was sind das für Schuhe? Balenciaga Socks. Zeig mal ein bisschen. Balenciaga Socks? Das heißt nichts, oder? Von der Seite. Balenciaga wie? Socks, die habe ich aus LA verkauft. Was hat er gemacht? Socks, die habe ich aus Er wollte gerade eine Zeitung verkaufen. Leon schaut auch so und ja, oh, what the fuck is going on, was soll ich jetzt machen? In LA vor ein paar Monaten. Ja, was hast du in LA gemacht? Würde ich extrem feiern, wenn jetzt auch noch zum Kameramann geht. Einfach so direkt vor die Kamera. Wie, der gibst du eine Euro? Zwei, drei Wochen in LA und ein bisschen rumgereist. Bist du Party gemacht? Ja, auch ein bisschen, ja. Ja. Was hast du bezahlt für die? $800. $800 ungefähr, ja. Okay, perfekt. Was haben wir noch? Die Hose ist auch von LA, ist eine limitierte Edition von Philipp Lyon. Ja. Okay, Philipp Lyon. Hätte gedacht, das ist eine D-Squared. Preis? Keine Ahnung, Philipp Lyon ist. Was wird die kosten? 500 Euro? Black Monopoly. Black Monopoly? 1300. Oh mein Gott, 1300 Euro für eine Hose, die aussieht wie eine Arbeitshose von einem Malerbetrieb. Ich weiß nicht mehr genau. Die würde ich niemals ausgeben für so eine Hose, Wahnsinn. Weil das auffällig auspackt, eigentlich nie nirgendwo. Also es ist komplett limitiert, kriegt man auch nirgends von mir. Ist einfach so limitiert, dass keiner kaufen will. Gar nicht. Okay, das heißt, im Resell wird die dann ein bisschen angesetzt? Ich weiß es nicht, weil ich werde sie nicht verkaufen, aber ich denke, Die ist so genial, die gefällt mir so gut, die würde ich niemals verkaufen, ja. 2000, heftig. Okay, dein Gürtel? Zeig mal ein bisschen die Kamera. Yeah, Louis V, Alter! Da Louis V Belt natürlich ist am Start und die Versace-Unterhose. Also allein da schon so ein Prinz-Markus-Ausschnitt für mich. Ganz normal. Ah, okay. Der Hoodie, jetzt sehen wir es auch, ist auch vom Philipp Lyon. Und zwar ist das diese Playboy-Edition, die vor, wann ist die rausgekommen, vor einem Jahr oder so? 100, keine Ahnung. Weiß nicht. Zeig mal, welcher Gürtel ist der? Eher alt. Ich glaube so, ist der normale Monogrammgürtel, der kostet 300 bis 350, wenn nicht sogar 400. Naja, Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Achso, du kommst aus der Boah, ärgster Gangster da links! Der hat ein viel cooleres Outfit als er an. Und BMX-Fahrer ist er auch noch dazu. Ja, in der Schweiz. Ich glaube, das ist dann 600, weil ich kann ihn umdrehen. Aber hast du mal keinen? Ah, ein Wendegürtel. Ich glaube, den haben wir schon mal auch gesehen im Katja Krassewitz-Video. Auch von Leon, die hatte auch so einen Wendegürtel. Die sind dann teurer, das stimmt. Ja, okay, dann 600 Euro. Packen wir mal rein. Aber jetzt stellt sich mal vor, nur weil das ein Wendegürtel ist, zahlt man doppelt so viel. Es bleibt ein Gürtel. Man kann ihn nur zweifach verwenden. Warum den doppelten Preis? Da kaufen wir doch lieber zwei Gürtel. Keine Ahnung. Okay, man hat auch deine Boxershorts gesehen, Versace, ne? Ja, die, ich weiß nicht.
Platz. Keine Ahnung. Da guckst du nicht auf den Platz. Ich weiß nicht, Bruder, habe ich nicht geschaut. Habe ich im Resell geholt. Condition 3 von 10 musste ich einfach haben. Bestimmt so 50, 60 Euro. Kann sein, ich weiß echt nicht. Wieder die Leute, die da im Umfeld sind. Schaut so da hinein. Ist das Kamera? Okay. Dein Pullover, zeig mal ein bisschen die Kamera. Der ist auf dem Philipp Klein, auf eine Preis, keine Ahnung, 1200? Playboy Collaboration. Collaboration? $450. Ah, die Hose 1300, aber der Hoodie 400. Check ich nicht ganz die Preise. Oder 500. Auch in LA? Genau, ja. Mein Lieber, du hast ja ganz schön viel Geld in LA. Ja, gelassen, ja, ne? Sehr viel. Sehr viel, okay. Meine Eltern waren nicht erfreut. Nicht erfreut? Nee. Warst du alleine da ohne die? Nee, mit meinem besten Kollegen, meiner Freundin und ihrer besten Kollegin. Ah, okay. Und seiner Freundin. Ah, okay, also so unter Freunden so einen kleinen Trip gemacht. Genau. Okay, nice, feier ich. Was haben wir noch? Deine Jacke, College-Jacke? Welche? Achso, dann... Warum zwei Weißen? Wie kalt ist es da? Bei der weiter? Das ist eine Gucci-Jacke. Achso, hier Gucci-Trainingsjacke, Leute. Jetzt haben wir ein bisschen Kamera, drehen wir ein bisschen. Gucci-Training. Wozu? Der hat ein Shirt an, der hat diesen Philipp Plein Hoodie an, der nicht gerade sehr dünn aussieht. Dann hat er diese Gucci-Trainingsjacke an, noch eine New York Yankees College-Jacke und noch eine fette Daunenjacke. Ist der erfroren oder kommt er aus dem Süden? Was ist mit dem? Wie kalt kann es einem Menschen sein? Aber Hauptsache keine Haube. Hat gar keinen Sinn für mich. 1200. Die College New York Yankee Jacke kostet 1800. Wieso eine normale New York Yankees? Ist das eine Kooperation? 1800? Ja. College New York Yankees? Ja, genau. Das ist eine Collaboration mit New York Yankees. Eine Koop zwischen New York Yankees und New York Yankees und deswegen kostet sie 1800. Ah, verstehe. Das heißt, wenn H&M kooperiert mit H&M, kostet ein Shirt auch nicht 20, sondern 140 Euro. Wenn die noch einen Wendegürtel rausbringen, vor allem dann... Ah, okay, und wo hast du die her? Aus Monaco. Aus Monaco? Genau. Wohnst du auch da? Nee. Aber 2000? Nee, leider nicht. Wär cool. Das ist so absurd, eine normale New York Yankees in der Halt die Schnau. Halt die... Cool, aber... Ah, okay. Aber ich gehe ins Hotel. Ah, okay. Nice. Was haben wir noch? Jacke. Die Jacke ist definitiv das Speziellste, die ist Moncler Valentino Collection. Was wird die kosten? Jetzt kurz unterbrechen, schreibt direkt in die Kommentare, was wird die kosten. Es ist eine Moncler Valentino Kooperation. Valentino ist genauso teuer wie Philipp Lein, übertrieben teuer, wirklich übertrieben teuer für die Qualität alleine. Und dann noch in der Koop mit Moncler, es ist eine fette Daunenjacke, also ich sag 3000 Euro sicher. Oh, komm mal her, erstmal hier. Moncler, Valentino, zeig mal nochmal von hinten. Hier nochmal das Valentino-Muster. In so einem Creme-Weiß schaut schon edel aus. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo unterwegs in Kitzbühel oder so, wo man halt solche Jacken trägt. Und dann kommt einer mit einem Chick-Stummel und brennt dir so ein Loch rein. Nirgends mehr. Die wurde nur in Milan und in Flagship-Stores von Valentino verkauft. Bin ich extra nach Milan geflogen und die Jacke. Für die Jacke. Ja. Also der ist finanziell ganz gut aufgestellt. Vermutlich aus gutem Elternhaus, nehme ich mal stark an. Sie war nicht so teuer, sie hat 2000 gekostet. Aber okay. Mit Flug und allem war natürlich teuer. Aber die ist wirklich so meine Lieblingsjacke. Ja, aber ich muss auch echt sagen, Leute, die ist heftig. Die fühlt sich auch richtig cool. Ja, aber jetzt schaut sich einmal allein die Form an. Also er schaut mit diesen ganzen Dingen, die er da anhat, einfach aus wie eine Kartoffel. Also das sind eindeutig so die Umrisse einer Kartoffel, obwohl er doch relativ groß und dünn gewachsen ist. Hater würden sagen, er ist ein Lauch, aber das muss man mal zusammenbringen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass ein Lauch aussieht wie eine Kartoffel, aber allein die Kombi in der Kooperation wäre das eine super Gemüsesuppe um 2000 Euro. Wenn ein Wendegürtel oder ein Wendekochlöffel dabei ist, sicher 4000 Euro, Minimum. Moncler Valentino, ich wusste jetzt nicht, dass es das ist. Was hast du schon wieder gesagt? Der Klassiker, hat er gerade bequem gesagt? Das ist so der Insider-Joke, der. Fühlt sich auch richtig cool an. Ja, das ist extrem bequem. Das ist extrem bequem. Valentino, ich wusste jetzt nicht, dass es. Das sorry, ich muss nochmal hören. Die ist heftig, die fühlt sich auch richtig cool an. Ja, das ist extrem cool. Valentino, ich wusste jetzt nicht, dass es so eine coole Anbieter ist. Ja, genau. Das ist der Punkt. Leute, ich habe heute so ein richtiges Rutschkett gefunden, ne? Aber typisch mal wieder aus der Schweiz, ne? Ja, leider. Schöne Grüße. Leider. Einfach, ich geniere mich, dass ich aus der Schweiz komme. Schweiz ist super! Was ist dein Problem?
Sei ein bisschen patriotischer erst. Okay, was haben wir noch? Eine Uhr? Eine Bulgari Roma. Bulgari. Bulgari? Wieso Bulgari? Eine Bulgari Roma. Er sagt die ganze Zeit Collaboration, Monopoly und stuff like that. Und dann sagt er Bulgari. Bulgari. Zeig mal ein bisschen in die Kamera. Bulgari Roma. Reinhalb. Nicht so viel. Ne? Okay, Leute, Gesamtausschüttpreis von ihm blende ich jetzt. 11.600. Nein. Okay, Lionel, kurze Frage. Wie kann man sich. So heißt der Leon eigentlich auch Lionel? Was macht man? Gute Frage. Eine Schweizerin? Nee. Ja, eine Schweizerin. Sicher unterstützende Eltern. Und naja, ich arbeite selbst, also ich verdiene mir eigentlich einen großen Teil auch selbst. Okay, Lionel, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, wir kennen mein Instagram. Nein, wird nicht gegönnt. Du bist jetzt shoppen, ja, nachher Party, wenn es geht. Ah, Party noch? Ja. Okay, du bist auch okay, auf den ersten Blick. Wir sehen wieder mal eine New York Yankees Hose. Dann sehen wir, ist das ein Gucci Schal? Und Jacke, keine Ahnung, aber schaut ähnlich aus wie die von Leon. Wo genau aus der Schweiz? In der Nähe von Zürich. Also ganz am besten. Silikon? Nein, Baden. Baden. Baden? Baden. Ah ja, okay. Okay, auf jeden Fall. Entschuldigung, aber Baden ist in Österreich, ja? Leon. Ah, Gucci-Schuhe. Für mich sehen die einfach wie so klassische, ständig Gesundheitsschuhe aus. Schuhe, wenn du Fußfehlstellungen hast. Und genau so sehen diese Schuhe für mich aus. Cooles Outfit, ne? Dankeschön. Lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was sind das für Schuhe? Die sind von Gucci, eigentlich nur für Frauen. Also, wenn man gewisse Dinge findet, die nur für Frauen sind, wie zum Beispiel diese Louis Vuitton. Ah, die haben so einen komischen Namen, habe ich mir nicht gemerkt. Aber die feiere ich extrem, sind mir leider zu klein, weil es nur Frauengrößen gibt, aber die würde ich selbst auch tragen. Und auch bei Brillen ist mir das scheißegal, ob die für Frauen oder für Männer sind. Wenn es mir gefällt, kaufe ich sie. Edition, aber ich fand die so geil. Ja. Er muss auch relativ kleine Füße haben, wenn ihm die passen. In LA geholt, dort hatten sie die richtige Größe. Ja. Dort waren sie ein bisschen teurer, 1400, glaube ich. 1400 Dollar. Sind die bequem, ja, ne? Mega bequem. Ich habe auch die anderen, also die alte Version mit dem Gucci-Logo, mit dem Viereck drauf. Ja. Die habe ich auch schon gehabt. Okay, und welche Schuhgröße hast du denn? 42. Ja, mega klein. Hatte ich Glück. In Monaco hatten sie die nicht mehr. Ah, Monaco. Ja. Du warst auch in Monaco. War ich auch. Dann war ich. Mein Lieber. Das sind alles Jet-Set-Typen, oder? Sag mir gleich nochmal, was ihr beruflich macht. Ich steig bei euch ein. Ich häng meinen YouTuber an Nagel und dann mach ich mit euch was. Ich mach momentan noch eine Berufslehre. Kaufmännisch bei der Versicherung. Und ja, ich habe halt noch meine Eltern, die mich unterstützt. Ah, okay. Okay, was haben wir noch? Deine Hose? Die Hose ist auch Gucci New York Yankees. Ah, das ist eine Kooperation. Aber keine New York Yankees. New York Yankees Kooperation, sondern eine Gucci New York Yankees Kooperation. Jetzt werden wir gleich sehen, dass das natürlich billiger ist dann. Ja, also wenn es nicht zweimal New York Yankees ist, mit dem billigen Scheiß brauchst man gar nicht kommen. Ein bisschen von der Seite nochmal. Gucci, ja. New York Yankees. Sieht auch aus wie so eine Hose, die Capital Bra einfach tragen würde, finde ich. Labo. Ja. Ah, und auch das Shirt von Gucci sehen wir da. Recht cool, super bequem. Zum Ich hab's, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist die Hose bequem oder ist sie bequem? Recht cool, super bequem. Ah. Zum Arbeiten darf ich sie eigentlich nicht anziehen, ich hatte sie auch schon mal an, ich dachte, das finde ich auch cool, aber geht nicht. Ja, aber, ja. Was hast du bezahlt für die? 1200. Na, da haben wir es wieder, ja, 600 Euro weniger, weil nur Gucci-Kooperation. Die sind aus Milan. Auch aus Milan? Ja. Okay, was haben wir noch? Dein Oberteil? Ich glaube, das sind Freunde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Freunde sind. Die sind einfach zu zweit gekommen und er hat gleich beide gefragt, ob die Bock haben auf ein wie viel ist dein Outfit wert. Und in 10 Minuten zwei Typen drin haben, dann muss man schon eine Zeit lang labern, dass man die 10 Minuten füllen kann. T-Shirt-Oberteil. Ähnlich wie ich das in meinen Videos mache. Das vom neuen Gucci mit dem Drachen. Mit dem Drachen. Ah, ist das jetzt ein Shirt oder ist das ein Sweater? Wenn es ein Sweater ist, dann ist das safe über 700 Euro. Leider kaputt gegangen. Nein, ist ein Sweater. Ein bisschen hier die Flecken. Oh, er hat auch die Jacke. Ah, das sind... Jetzt checke ich gar nichts mehr. Unter der Jacke ist noch ein Hut. Das war sein Auge. Ah, er hat ein Sweater, ein Gelee und der... Wie kalt ist denen allen? Das gibt's ja nicht. Er kostet safe 800. Ja. Gucci Dragon. Aber ist jetzt zu spät. Ja. Was kostet so ein Pullover? Das hat jetzt 1000 Euro gekostet. 1000, tatsächlich.
Und Montclair Gelee hat er auch noch einen. 450 wahrscheinlich. Ja, okay, nice. Deine Jacke, deine Weste gleich dazu. Ja, die habe ich schon länger, die habe ich schon ein halbes Jahr jetzt oder so von Montclair. Die war, glaube ich, 600 oder so. 600, okay. Ich finde das Outfit aber nice kombiniert. Die Schuhe gehen halt gar nicht, meiner Meinung nach. Aber sonst finde ich es ein stabiles Outfit. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt wirklich dieses Dunkelblau von der Hose, ich glaube, das war ein Dunkelblau und kein Schwarz, jetzt wirklich mit einer schwarzen Jacke kombinieren würde. Das ist ja eigentlich ein Fauxpas, wenn man ganz genau ist. Aber ja, ansonsten rot mit schwarz zusammengewürfelt. Aber ist cool zum Runterziehen jetzt im Winter und im Frühling, Herbst. Das ist super für die Temperaturen. Ja, normal. Sieht auf jeden Fall cool aus, gut kombiniert. Ne? Zum Beispiel Leon im Vergleich hat nur ein Shirt und die Jacke an. Charles, auch Gucci. Gucci? Ja, klar. Den weiß ich nicht mal, wie teuer der war. 400, denke ich, oder 500. 400. In der Schweiz. Schon ein bisschen länger, ja. Ist schon, den habe ich zum letzten Jahr. Kurze Pause, ich muss pissen. Ja, hättet ihr euch nicht gedacht, dass ich das drin lasse, ja? Okay, was haben wir noch? Hast du irgendwie eine Uhr oder so? Portemonnaie vielleicht. Portemonnaie. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ja. Mit deinen mit Gravur natürlich. Ja, Initialen habe ich machen lassen, auch für ihn zum Geburtstag. Ah, also zu zweit, jetzt haben wir den Beweis. Okay, und deine Jacke, die jetzt haben wir ein bisschen Kamera, ihr wisst Bescheid. Yeah. Ah, da haben wir jetzt die gleiche Jacke. Habe ich das vorher gesagt? Ja? Ja. Moose Knuckles, ne? Ja, meine direkt aus Kanada. Ach, also, meines besser als deine. In Kanada. Ja, wir waren in Kanada auch. Allein wie er schon reinschaut, dass er das sagt. Schaut's mal. Ja, meine direkt aus Kanada. Ach, also, warst du direkt in Kanada? Ja, wir waren in Kanada auch, als wir in LA waren. Und dann. Wir waren in Kanada, als wir in LA waren. Ganz normal, oder? Dann haben wir sie doch gerade gekauft. Was hast du dir bezahlt? Wir waren in. Na, wir waren in Kanada, als wir in LA waren und haben sie dort direkt gekauft. Perfekt. In der New York Yankees Kooperation mit Wendegürtel. Okay, Leon, was, hast du noch irgendwas? Nee, das ist echt. Was? Heißt der Leon? Ja, normal. Okay, Leon, was. Der eine heißt Lionel, der andere heißt Leon und der die sie interviewt, heißt Leon. Das ist zu viel für mich. Nee, das ist echt. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Auch ein krasses Outfit, ich feier was. Danke. Leon, möchtest du noch irgendwas sagen? Das ist wirklich so. Der heißt wirklich so. Ja, mein Instagram. Ja, auf dem können wir es nicht. Freunde, so, fertig, Gusch, Ruhe, aus. Ah, fuck, was passiert hier? Hab ich, was? Oh, oh. Ist das jetzt aufgenommen worden? Oh mein Gott, wenn das jetzt nicht auf, dann scheiße ich aber auf alles. Gut, liebe Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt, welches Outfit euch besser gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Dann gibt's hoffentlich Infos zur Modemarke. Das war's von mir, euer Maximilian. Ah, schaut auf Instagram vorbei. Das habe ich nicht vergessen zu sagen. Oh mein Gott, was war das?